Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Säcke TV, dem einzig wahren Seher. Tja, eigentlich habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach keine Reaction mehr, weil ich möchte ein bisschen Diablo 4 suchten. Aber ich habe es prophezeit, es gibt wieder das Warteschlangenspiel. Und alle haben gesagt, ich soll die Maske hier nicht kaputt machen und diesmal zähle ich in die richtige Richtung. Da, schöne Maske. Oh. Bevor ich die kaputt mache, haben alle gesagt, ich soll eine Reaction machen. Alle haben drum gebeten und gebettelt, dass ich hier wirklich Profi-Skills wieder zeige, bevor ich ausraste. Ihr kennt mich alle. Absolut lieb und liebenswert. Unverpeilt. Und wenn wir schon beim Thema sind, Lüge, guck mal, da lügen sie schon wieder rum. Tun wieder so, als wüssten sie von gar nichts. Und wenn wir schon beim Thema Diablo sind, dachte ich, wir nehmen ein Thema für Space Frogs, also nicht für Sinn. Wenn wir schon beim Thema Gaming sind, haben wir extra Space Frogs bzw. ihr Kanal Space Gaming. Videospiele werden zu aufwendig. Perfektes Thema für Hogwarts Legacy und Diablo 4. Und was passt denn besser, als dieses Thema zu retten? So, übrigens unten wie immer in der Beschreibung seht ihr das Originale. Draufklicken, einfach muted durchlaufen lassen und einfach danken. Let's go! Wenn ein AAA-Entwickler heute anfängt, einen neuen Titel zu producen, aus seinem Publisher-Anus zu quetschen, dann bedeutet das, der Scheiß braucht so lange, dass es wahrscheinlich erst für die nächste Konsolengeneration rauskommt. Denn, wie... Ja, ich sag nur halt zum Beispiel Cyberpunk. Cyberpunk war einer der Spiele, ne? Wie diese Grafik zeigt, werden die Entwicklungszeiten von Spielen immer länger. 5 Jahre ist eine relativ normale Zeit für so einen Titel, aber das ist auch irgendwie lange. Ich meine, derzeit hat der Schöpfer... Naja, 5 Jahre für ein normales Spiel, also AAA-Spiele muss man bedenken. Wir reden nicht von Indie-Games, teilweise dauern die aber auch lange. Ich sag nur 7 Days to Die, war eigentlich mal etwas kleiner, jetzt inzwischen so riesengroß. Und Ewigkeiten Entwicklung. Es gibt aber auch wirklich viele Indie-Games, so Noita oder Factorio, wo die Entwicklung wirklich lange anhielt. Also, puh. Muss man, also ich finde trotzdem, 5 Jahre ist eigentlich eine gerechtfertigte Zeit zum Teil. Weil man braucht die Zeit inzwischen schon. Und manchmal ist es auch wirklich geil. Manchmal ist es wirklich lohnenswert. Wie gesagt, wir haben jetzt Diablo 4 angezockt. Ich finde es bis jetzt gar nicht so übel. Noch nicht ganz extrem dynamisch, aber wie gesagt, es ist jetzt eine Closed Beta. Vorbesteller und so, ne? Oder KFC was gekauft, wer weiß was schon. nee, aber zum Beispiel bei The Last of Us 2 war das wirklich ein sehr klasse Spiel, muss ich sagen. Und da hat sich jede Entwicklung gelohnt. Ich habe es damals richtig schön immersiv auch noch gehabt. 55 Zoll Fernseher. Schön natürlich Dolby Surround Kopfhörer von Kollegen geliehen. Alles dunkel. Und dann losgelegt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das war wirklich ein Spiel, das habe ich erlebt, das habe ich gefühlt. Manche Spielentwicklungen dauern fast so lange wie deine Reaction. Schön wär's, da wären die Leute froh darüber. Gibt auch einige Games, die zwar lange in der Welt Weiterentwicklung sind, aber trotzdem schon einen echt geilen Stand haben. Zum Beispiel Satisfactory. Genau, Satisfactory war auch, das wurde ja permanent weiterentwickelt. Oder wie heißt es, No Man's Sky. Am Anfang richtig schlecht, aber durch Entwicklungen und Updates ist das ordentlich geworden anscheinend. Hab's aber leider nie gespielt. Ja. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir Diablo 4 keinen Bock haben. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Ich habe Diablo 3 so ultra viel gesuchtet. Jetzt würde ich Diablo 4 suchten. Muss jetzt halt noch ein paar Minuten warten. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Warteschlange bei 33 Minuten. Ja. Mal schauen. Des Franchises, für das du das Spiel produzierst, sehr viel Zeit und sehr viele Shitstorms zu produzieren. Gut, woran liegt das? Zum einen kann man natürlich sagen, dass sich die Standards in Spielen wesentlich erhöht haben. Vorzugsweise wird zum Beispiel alles vertont. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wer ich bin? Okay, warte mal, die Stimme kommt mir ultra bekannt vor. War das nicht irgendeine Stimme von... Ach Gott, wie hieß das nochmal? Highschool DxD? Das war doch eine Stimme von irgendwo von Anime-Charakter. Bin mir gerade nicht sicher. Alles klar. Bin ungefähr eine halbe Stunde wieder da, Micha. Ohne Reaction. Dann wieder Diablo 4.
Und am besten noch in alle 500 Sprachen, die das dann rauskommen soll, weil jeder Markt will gemolken werden. Und allein diese Organisation ist aufwendig. Und das wird ja auch immer mehr zum Standard, dass alles durchgeeckt ist. Das ist krass. Weißt du, da sind so Schauspieler, die schmeißen sich in so Ping-Pong-Ball-Anzüge und dann machen sie so, wuh, Performance. Und dann wird es gecaptured mit krassen 3D-Kameras. Liebe Gamer, reichen euch diese klassischen Elder Scrolls Dialog-Animations etwa nicht mehr? Yes, you. We need to talk. We can't talk here. Too public. Die höhere Qualität geht in alle Bereiche und damit natürlich auch in das. Ich finde, manchmal ist es, also es kommt immer darauf an, was für eine Art von Spiel das ist. Wenn du natürlich ein extrem hardcore-storylastiges Spiel hast, also wirklich sowas wie, warum fallen mir natürlich jetzt die ganzen Spielenamen nicht mehr ein? Wie ist das Spiel nochmal, wo. Mit ich wollte gerade sagen Andromeda, ja, laber kein Scheiß. Wie hieß das Spiel? Diese fette Trilogie, wo es um Weltraum, die Zitadelle, ihr wisst, welches Spiel ich meine, oder? Da kam die Zitadelle vor. Mir fällt der Name nicht ein. Aber das ist zum Beispiel extrem storylastig gewesen, mit vielen Entscheidungen, vielen Dialogen, da lohnt sich sowas. Wenn du jetzt aber so ein Hack'n'Slay hast, ne? Also jetzt hier Hack'n'Slay Diablo 4, sind diese ganzen Cutscenes richtig cool. Das ist aber jetzt nicht so viel, dass man wirklich alles verfilmen müsste. Haben sie auch nicht gemacht, glaube ich mal. Aber das reicht dann, weil da geht es eher um das Gameplay. Wenn du halt, weil so, mir fällt das Spiel nicht ein, verdammt nochmal. Junge, Junge, mein Namensgedächtnis, aber. Andere Spiele sind halt so extrem storylastig, da musst du halt Animationen machen. Da finde ich es auch ganz normal gerechtfertigt. Bei Skyrim wäre das jetzt so ein Mischmasch. Ich meine, wenn wir alles animiert hätten, gäbe es kein Skyrim-Shuffle. Ich glaube, einer der geilsten Sachen, die ich mal gesehen habe. Und dann, you are wet. Und so ein geiler Scheiß. Oh, nice. Nee, also ich finde, nicht alles muss perfekt animiert sein. Aber genau, Last of Us 2 zum Beispiel. Lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze ein bisschen mit der Story, weil die einfach so immersiv ist, das Ganze umzusetzen. Und bei Hack and Slay oder sowas in der Art brauchst du das nicht. Wirklich. Brauchen wir nicht. Quest-Design. Die Zeit der. Hallo, ich habe ein Rattenproblem. Bitte töte 50 Ratten und komm dann wieder zu mir zurück, um mir zu sagen, dass du 50 Ratten getötet hast. Quests ist vorbei. Stattdessen kriegst du heutzutage eine herzzerreißende Geschichte über Liebe, Betrug, was dazu geführt hat, dass eine böse Hexe alle Kinder im Dorf in Ratten verwandelt hat, die jetzt alle getötet werden wollen. 50 Stück, um genau zu sein. Und wenn du fertig bist, dann erzählst du das am besten diesem Typen, damit du auch deinen Loot kriegst. Gut, das kannst du jetzt besser und schlechter machen. Aber auch wenn du die Spiele-Lore über kleine Notizzettel, die überall in der Welt verteilt sind, erzählen möchte, die sich bestimmt jeder durchliest, weil es richtig spannend ist, 50 Ratten getötet hat. Irgendwer. Also ganz ehrlich, also manche Sachen liest man sich einfach nicht durch. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die das irgendwelche Gegenstände komplett durchlesen, was die Beschreibung ist. Also wirklich, welches Spiel war für euch das aufwendigste Spiel, was ihr jemals genommen habt, was ihr auch wirklich alles durchgelesen habt, um das Spiel wirklich in- und auswendig zu kennen? Hat irgendjemand irgendein Spiel wirklich so hart durchgenommen? Bitte, jetzt raushauen und mal erzählen in den Kommentaren. Schreibt mir gerne eine halbe Geschichte, ist mir scheißegal. Ich lese es sau gerne durch. Würde mich mal echt interessieren, welches Spiel ihr wirklich absolut mitgenommen habt. Mit jeder krassen Story-Einheit. Würde mich mal rasend interessieren. Er wurde dafür bezahlt, das zu machen. Und er hatte Arbeitszeit reingesteckt. Und du liest es nicht. Höhere Qualität bedeutet einfach mehr Arbeit. Und das ist den meisten manchmal nicht so wirklich bewusst. Das zeigt am besten das Thema Grafik. Denn Leute sind manchmal so, Alter, Unreal Engine, sieht voll heftig aus, voll fotorealistisch und so, warum machen das nicht alle, Mann? Ich meine, heutzutage kannst du einfach mit deinem Handy einen scannen und dann sind die... Ja, das habe ich gesagt, die Technik ist schon geil, das habe ich auch schon gesehen, ich wollte es auch schon umsetzen, dachte mir aber so, nein. Ich dachte mir einfach so, nein. Interessante Sache, aber es ist einfach nicht genau meine Sparte aktuell, dafür hätte ich gar keine Zeit mehr, um sowas zum bearbeiten. Es gibt wahrscheinlich bestimmt coole Games, die auf Unreal Engine richtig geil funktionieren würden. Mir reicht das aber, die Grafik, was wir so aktuell haben. Sie muss jetzt nicht unbedingt besser sein. Ich meine, ich komme auch noch mit so einem Rework von Diablo 2 klar. Diablo 3 Grafik reicht mir auch vollkommen. Jetzt, wie gesagt, warum bin ich ja voll auf Diablo gerade abgefahren? The Last of Us 2 hätte auch Grafik gerne von Last of Us 1 sein können. Wäre mir jetzt auch nicht so wild gewesen. Dying Light 1... Die Grafik war damals schon richtig wunderschön. Also, das reicht doch. Also, man muss ja nicht wirklich alles der Geld der Welt ausgeben.
Es wird bestimmt einige Hardcore-Story-Liebhaber geben. Dafür bin ich dann doch zu ungeduldig. Ja, ich leider auch. Und vor allem, du liest das durch, aber du merkst es dir hundertprozentig nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber so Hardcore-Engine, das lohnt sich vielleicht für Filme einfach, aber für Games? Da müsste man mehr verlangen. Die voll krass schnell spielt drin, aber macht das nicht jeder verfickte Indie-Entwickler. Ey, früher war Fotorealismus so. Du hast so zwei Polygon, packst da Textur drüber und boom. Dann hast du in die Map überall so Lichter platziert. Und wie sich das Licht verhält, das wurde dann in die Texturen reingebacken, dass du es nicht immer berechnen musstest. Oh Gott, I just pissed in my pants. Ja, mehr ging da. Das reicht eigentlich schon, finde ich. Wobei, ich habe jetzt auch noch nie so eine richtig hohe Auflösung gehabt mit richtig geiler Grafik, muss ich sagen. Vielleicht, wenn man selber spielt und erlebt, will man vielleicht nicht mehr zurück. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wir haben damals Spiele gespielt wie diese Polygon-Teile. Heutzutage würde ich schon sagen, bei vielen stirbt man. Also wenn ich jetzt Gothic 2 nochmal, also ich habe es mal vor, Gothic 2 habe ich mal vor 4-5 Jahren gespielt und ich muss sagen, die Steuerung war der absolute Horror. Auch die Grafik ging ja gerade noch so, aber auch die Steuerung. Wie krass wir eigentlich damit inzwischen aufgewachsen oder einfach, wie wir einfach mit dieser Steuerung schon allein umgegangen sind. Diese Änderung, diese Wandlung komplett im Gaming-Bereich einfach nur fantastisch. Aber auch erschreckend, dass wir nicht mehr zurückgehen können. Das ist genauso wie, ja, wirklich, im Grunde, man wächst auf ohne Geld. Dann kriegt man ein bisschen Taschengeld. Dann reichen zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Euro im Monat. Falls man Taschengeld bekommt. Also ich habe keins bekommen. Ich habe seit dem 13. Lebensjahr habe ich hart gearbeitet. Da habe ich Zeitungen ausgetragen. Aha. Ordentlich. Sogar irgendwann hatte ich zwei Zeitungsjobs. Und mit 18 habe ich dann eine Ausbildung angefangen und habe nebenher dann. Nee, und dann hat mir das Ausbildungs. Also, erste Zeitungsjob waren es, glaube ich, 60 Euro, 50 Euro. Dann habe ich zwei genommen, damit ich mehr Geld hatte. Waren es dann 90 Euro. Das hat mir vollkommen gereicht. Dann kam meine Ausbildung. Hat man dann, wie viel gab, 500 Euro? Dann konnte ich aber nicht mehr zurück auf 90 Euro im Grunde. Weil dann plötzlich 500 Euro waren dann gutes Geld. Aber könnte mehr sein. Dann habe ich mir extra noch einen Fahrradjob angenommen. Also so einen Pizza-Fahrradjob. Dann hat mir das Geld gut gereicht. Plötzlich halt hat man den Fahrradjob nicht mehr gehabt. Reicht plötzlich das ganze Leben nicht mehr. Also das ist sehr krass. Man wächst einfach mit den Ansprüchen, die man hat. Ne? Man darf nicht mehr zurückkehren. Nie wieder. Wenn du 3.000 Euro verdienst, dann kannst du nicht mehr auf 2.000 zurück. Wenn du 4.000 Euro verdienst, wenn du 4.000 Euro verdienst, kannst du nicht mehr auf 3.000 Euro zurück. Obwohl es dir davor gerecht hat. Das ist sehr interessant. Lebensstandard herabsenken ist wirklich extrem schwer. Weiß ja, Wasser und Brot. Und Liebe. Damals halt einfach nicht. Computer sahen halt so aus. Kein RGB, keine Performance. Aber plötzlich waren die RGB-Lichter da und damit auch mehr FPS, höhere Auflösung und dynamisches Licht. Heutzutage kannst du da nicht einfach so ein Viereck hinklatschen mit ein paar Texturen drauf und das Holzkiste nennen. Nein, da muss noch so eine Ey, Minecraft, das funktioniert. Scheiß Grafik, geiles Spiel. Flächenstruktur rein, sonst sieht es ja gar nicht holzig aus. Und dafür gibt. Das habe ich aber übrigens auch schon gemacht, so. Mit Blender. Richtig cool. Hat sehr viel Spaß gemacht damals. Das ist jetzt diese Oberflächenstruktur, Flächenmap-Dinger. Liebe, was ist das? Lies die Karte. Wenn die da ist. Aber leider leben wir in einer linearen Zeit, deswegen ist sie noch nicht da. Du da noch extra drauf klatschen musst und auch noch basteln. Die Tiefe und alles, ja, ja. Da kannst du im Licht sagen, wie es abprallen soll. Und Beulen machen und Kerben und so ein Scheiß. Aber dabei sind die gar nicht da. Die tun nur so. Oder es gibt Dinge wie Ambient Occlusion. Das sagt dem Licht, wie leicht zugänglich dieser Ort ist, wo es da jetzt hinscheinen soll. Und dann sind so bei einer Kante oder so, sind dann da mehr Schatten, weil da ist dunkler, da kommt nicht mehr Licht hin. Auf jeden Fall kannst du da so eine gerade Fläche haben, aber mit diesen ganzen Maps und dem Scheiß drauf sieht es so aus, als wäre das voll rough und voll so realistisch mit Tiefen und mit... Aber aber man muss bedenken, die Technik ist zwar jetzt für uns nicht so geil, also für als Gamer lohnt sich es noch nicht, aber stellt euch mal vor, irgendwann haben wir die Möglichkeit, Sword Art Online zu erleben und dann hast du diese Grafik auch noch. Wir würden es alle lieben. Wir würden da drin leben wollen am besten. Unser Bewusstsein hochladen in diese Welt. Zum Zeitpunkt des YouTube-Videos wird sie eventuell bereits angekommen sein. Nein. Mörtel. Aber doch, nee. Ist sie in einer von einem Tag von Stuttgart zu dir? Ich weiß nicht. Ja, die ins Gesicht schießt oder siehst du nichts mehr, weil die Augen tränen. Entschuldigung. Wir haben uns das einmal angeguckt.
Da habe ich keinen Bock drauf. Ist mir viel zu viel Arbeit. Ich muss für jedes Scheiß-Objekt einen Kack erstellen. Nicht nur eine Textur, sondern halt mehrere Texturen so. Was der Mann hinter der Kamera sagt, der mit Unity rumbastelt ab und zu. Diesen mehr. Aha, das wusste ich gar nicht. Für die Technologie würde ich gerne mein Geld raushauen. Für diese Technologie würde ich mein Geld ausgeben und meine Freunde und mich da in diese Welt transferieren. Unsterblichkeit und wir haben eigentlich im Grunde ein Unlimited, ne? Mehraufwand kannst du natürlich abfedern, indem du mehr Arbeit heraufschmeißt. Aber wenn 100 Leute jetzt an 100 Modellen gleichzeitig arbeiten, mehr Geld, ist ein bisschen schneller, aber bringt noch ein paar weitere Komplikationen mit sich. Das, was die Leute an Zeit sparen, verlieren sie wieder in Meetings. Und nochmal mehr. Meetings. 103D. Ja, das ist eine, diese Überanalysation, ne? Sagt man das so? Überanalyse. Analysation. Überanalyse ist das. Das ist ein ganz, ganz krasses Syndrom. Je mehr Leute, desto mehr Meetings hast du, desto mehr geht wieder halt Arbeitszeit verloren. Sehr beunruhigend. Habe ich schon öfters sogar gesagt bei uns. So, muss das Meeting jetzt sein? Zum Glück hören sie auf mich alle. SAO Nerfgies machen nicht unsterblich. Ah ja, im Gegenteil, das war ja das Problem. Nee, aber das Bewusstsein. Ne? Und das einfach hochladen. Fertig. Aus, die Maus. Körper für immer unsterblich. E-Models erstellen. Muss ja sichergestellt werden, dass die irgendwie einen ähnlichen Stil haben. Habt ihr mal diese ersten NPCs gesehen, die für Minecraft entwickelt wurden, als Notch den ersten Mitarbeiter eingestellt hat? Ja, er wurde entlassen. Eigentlich. Wenn ihr aber ein Team aus 3 Leuten habt, die so arm sind, dass sie sich sogar einen Stuhl teilen müssen, dann sind die ja direkt beieinander und können sich immer befummeln und halt miteinander reden und dann ist es viel einfacher, einen einheitlichen Stil zu haben. So hast du jetzt verschiedene Abteilungen, die verschiedene Köpfe haben, die aber dann wieder mit irgendeinem Head of Design zusammenreden, der wieder mit einem Head of Everything reden, der wieder mit den CEOs quatschen muss. Es ist wirklich schwierig. Und das Schlimmste ist, es funktioniert nicht. Wir haben heute ich erzähle nicht alles über die Arbeit. Manche Sachen sollte man doch nicht sagen. Einheitliche Stilistik durchzukriegen. Die müssen sich dann aber auch wieder absprechen mit den halt allgemeinen Spieldesignern, mit den Map-Designern, mit den Quest-Designern, mit den Schreibern. Es sind ja so viele Instanzen, die ja zusammenarbeiten müssen und sich absprechen müssen, dass es halt einfach tausende von Meetings gibt. Und im Optimalfall ist es ja so, wenn du das entwickelst, musst du testen. Du kannst einfach sagen, das mach ich jetzt. Und dann Pentest. Und dann spielst du es und denkst dir, oh, yo, das macht ja gar keinen Spaß. Also musst du was machen, alle müssen irgendwas erarbeiten, du testest es und merkst, okay, ich weiß gar nicht, wenn man selber ein Spiel programmiert, macht dieses Spiel dann auch irgendwann wirklich selber für einen Spaß? Weil du bist ja von Anfang an dabei. Du weißt, wie das ausgeht im Grunde. Macht das Spaß? Das würde mich mal echt rasend interessieren, wenn ein Spielentwickler von Anfang bis Ende beim Spiel dabei war. Spielt er das dann auch wirklich so immersiv wie alle anderen oder denkt er sich, nee, eigentlich habe ich das schon durch und so? Das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, beim Maler, der guckt sein Bild, ja, das ist was anderes. Da, also machst du ein Bild und schaust es ein paar Minuten an und weitergeben. Aber beim Spieler, du bringst ja viel Zeit dahinter. Wir müssen jetzt hier nochmal neu machen und das ist halt so ein Prozess, der, je mehr Leute es sind, desto weniger Spaß macht er und braucht halt länger. Und hier ist wahrscheinlich das größte Problem, der Disconnect zwischen dem Vorstand und die Arbeiter. Den Arbeiter, das Arbeiter. Oh ja. Es ist überall. Oh ja. Menschen, die in den Firmen oben sitzen, haben keine Ahnung. Außer, wie man sehr, sehr böse ist, was allgemein sehr viel Geld bringt. Auf jeden Fall, die dann halt so ein Spiel in den Auftrag geben, dann denken sich so, boah, geil, die Overwatch, Alter, hier. Ich will die Hero-Class-Action-Shooter mit Jiggly-Tits und sowas. 3 Jahre später gibt's so ein bisschen Shitstorm und so, also vielleicht wär's so mehr mit so einem diverseren Cast, nicht so sexualisiert und ein Battle Royale und keine Fähigkeiten mehr, sondern mehr waffenbasiert. Also es wird einfach so mittendrin einfach plötzlich entschieden, alles anders. Weil da ist so ein anderer Typ, der macht sehr viel Geld und wir wollen das bitte, weil das macht anscheinend Geld. Soweit ich weiß, wurde so Battlefield 5 ruiniert. Die sollten halt mittendrin alles ändern. Bei Fortnite wurde das ja gemacht. Erst gab's, Fortnite sollte ja was ganz anderes werden. Okay, was war denn das? Was war denn irgend so, ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, es war erstmal so Teamfighting. Und dann haben sie gemerkt, das Spiel ist scheiße. Und dann haben sie umtransformiert in ein PUBG. Also einfach ein Battle Royale. Aber davor war Fortnite ist. Nee. Und jetzt halt Battle Royale, das muss man überlegen. Schon irritierend. Ich wollte gerade irre und irritierend sagen. Irrig. Ne? Spieleentwickler haben, glaube ich, eher das Problem, dass sie beim Balancing nicht mehr ganz neutral angehen können. Bossgegner sind für sie zu easy, weil sie Mechaniken kennen, etc. Der Spaß dürfte bestimmt schon da sein, nur keine Spannung. Ne? Wobei der Spaß sich vielleicht mit dem Stolz auf das eigene Werk vermischt. Für die Beurteilung, ob es gut geworden ist, ist auch nicht ganz optimal.
Ich wünschte, ich kenne jemanden, der ein Spieleentwickler ist. Dann würde ich mal gerne mal fragen, so ein bisschen. Vielleicht so einen Podcast mal aufführen. Wäre interessant. Euer Vorstand war sich halt nicht bewusst, dass dann halt auch alles wieder komplett neu erarbeitet werden muss. Aber das Release-Datum wurde nicht verändert, weil, ey, ihr habt ja schon hier 2 Jahre gearbeitet, so. Macht mal noch, ja, ja. Macht mal weiter hier. Fertig jetzt, ja. Muss ja mal, ne? Das, was wir hier beschreiben, gilt übrigens auch für CGI in Filmen, die ja auch irgendwie immer schlechter werden, obwohl ja die Technik eigentlich besser wird. Aber, wie gesagt, bessere Qualität heißt oft halt auch mehr Arbeit. Das wird jetzt dann irgendwie von 17 Firmen übernommen, anstatt früher von 2 oder einer Firma. Ich meine hier Marvel, Thanos und so, wurde ja verschiedene, wurden von verschiedenen Studios, glaube ich, gehandelt teilweise. Und das gleiche, Vorstand guckt sich dann irgendwann zwischendrin was an, denkt sich so, nee, wir feuern hier nochmal den Regisseur, der Snyder muss raus und irgendwie hier kommt mal noch was Neues. Oh. Das Ende wollen wir übrigens anders und nee, CGI-Firma, ihr kriegt nicht mehr Geld. Bestes Beispiel Dings of Pi. World of Life Pi. Life of Pi, renommierte was? CGI-Firma, kriegt einen Oscar, ist durch den Film pleite gegangen. Aber das ist allgemein der Grund, warum auch ein paar Triple... Life of Pi sagt mir jetzt gar nichts. A-Titel in letzter Zeit etwas enttäuschend waren. Wenig Innovation, viele Bugs und ja, halt einfach nicht so geil. Deswegen spielen Leute, die unseren Kanal gucken, nur Indie-Spiele, weil da ist der gute Shit. Genau. Prinzipiell kann man aber auch sagen, ja, es braucht länger, aber es lohnt sich mehr, weil du ja Spiele länger am Leben erhalten lassen kannst. Tust. Hast du GTA 5 gesagt? Ja, das ist schon irgendwie, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt top-notch... Stimmt, GTA 5 ist auch schon ziemlich lang, aber ich würde sagen, einer der längsten Spiele, die existieren und weiterhin laufen und auch noch Geld generieren, wäre für mich auf jeden Fall League of Legends auf ziemlich weiter oben eine Ebene. Dota könnte ich mir auch vorstellen, dass es gut läuft. GTA 5 wäre jetzt auf jeden Fall auch dabei inzwischen, weil die sind ja auch schon ziemlich lange am Start. Fortnite finde ich jetzt noch zu jung, verhältnismäßig, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt so den anderen 3 Spielen anschauen. Noch welche Spiele, die schon ziemlich lange existieren und noch Geld abwerfen? FIFA zählt übrigens nicht, ne? Weil FIFA bringt jedes Jahr das Gleiche raus, nur einen neueren, bisschen abgeänderten Design und neue Mannschaften. Das zählt für mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn es FIFA Ultimate wäre und das würde Jahr für Jahr einfach nur neuer Content hochgeladen, würde ich dazu zählen, aber so wie die es machen, nein. Nein, nein, nein. Echt jetzt 10 Jahre schon? Boah, das, wow. GTA ist echt krass, aber sonst fällt mir jetzt gerade kein Spiel ein, das wirklich lang genug schon so existiert, wie jetzt GTA halt oder League of Legends oder halt sag schon, Dota. Handy-Games gibt's übrigens auch schon. Minecraft? Wirft das wirklich noch Geld ab? Wobei doch Server, ne? Wenn du Server kaufst, da gibt's noch ein bisschen Geld, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so... extrem, oder? Fortnite 76 bezweifle ich, dass die Anhängerschaft sehr groß ist, weil da hatte ich gedacht am Anfang so, ey, läuft, aber nee. Da kostet der Server, glaube ich, schon allein 10 oder 15 Euro im Monat. Für 15 Euro kann ich mir Crunchyroll und Spotify haben. Da bin ich schon abgedeckt. mir fällt aber jetzt gerade echt keine Spiele ein, die noch laufen. So. Server setzen schon recht hohe Summen an. Nicht unterschätzen. Ja, aber gut, die Wartungskosten sind ja auch nicht gerade ohne, wenn man so überlegt. Klar, sie laufen gut, aber man muss ja auch alles bedenken. So ein Backup musst du auf jeden Fall hier permanent haben. Du musst immer einen Dienst haben, dass jederzeit Bereitschaft so reinschaut und sagt, hey, das können wir schnell reparieren, weil irgendwas kaputt ist und so. Ja. Also das muss man auch, die Wartung ist auch nicht gerade ohne. Strom natürlich so oder so. Deswegen... Aber mir fällt jetzt echt kein Spiel mehr ein. Machen wir mal weiter. Wenn du Grafik hast, dann hast du eine gute Grafik. Also es ist nicht nötig, da jetzt in 5 Jahren irgendwie nochmal so Neues rauszuhauen. Es ist halt so N64-Grafik von damals. Da kam halt einfach so 3 Jahre später einfach was Neues. Und dann war so, okay, das können wir jetzt ja nicht mehr hier. Bei Warcraft lebt auch noch. Ne? Stimmt, World of Warcraft. Warum ist mir einer der berühmtesten Langzeitspiele nicht eingefallen? Ich wusste doch, irgendwas war doch noch. Ich wollte die ganze Warcraft 3 sagen, bin aber nicht auf World of Warcraft gekommen. Bitter. Sehr bitter. Wahrscheinlich bauen ein paar Firmen da jetzt auch drauf auf, weil es kommt anscheinend Counter-Strike 2. Ja, freue mich voll drauf. Endlich wieder. Counter-Strike Go, also CSGO, wie lange ist denn das schon? Ich glaube, das sind jetzt gerade mal 6 Jahre, oder? CSGO könnte vielleicht auch noch ein Spiel sein, das schon etwas Langzeit wert hatte mit Geld.
ein paar Terroristen abknallen. Das ist ja so ein Game, wenn du das einmal jetzt so Engine auf die Zukunft ausbaust, gute Grafik, so, also dann kannst du dieses Game mit Lootboxen stücken bis zum ewig und schlüsseln und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich habe da so Geschichten gehört, dass da sehr viel Geld über den Tisch fließt bei Steam und die, naja, die, das ist ein erfolgreiches Game. Das ist immer auf Platz 1. Man hört nicht so viel von Counter-Strike, aber es ist so. Also auch schon 10 Jahre. Also gehört das auch zu diesen permanent geldproduzierenden Sachen, ohne dass du wirklich mehr Leistung reinbringen musst. Oder du machst das ganz einfach, du bist Steam. Über Steam läuft das Geld wirklich, Valve, boah, ordentlich. Also die haben das schon gut gemacht, Steam. Also muss man schon sagen, also im Grunde ist das, es kommt ja nichts mehr dagegen ran. Also wie Epic Games, klar, die Gratis-Games nimmt man mit, man bleibt trotzdem bei Steam eigentlich. Ganz selten gehst du mal rüber. Oder GOG oder was gab's noch? Blizzard natürlich ihren eigenen Teil, aber das lohnt sich auch nicht wirklich. Gut, jetzt für Diablo 4 mal wieder ein bisschen, aber sonst. So, das meistgespielteste Steam-Spiel allgemein, wenn es nicht irgendwie so einen neuen Release gibt für 3 Tage halt. Und die große Hoffnung ist natürlich Retail, weil ja, das ist ein Ding. Scheint noch, die arbeiten anscheinend noch daran. Und wenn die das halt so richtig geil machen, weißt du, geile Performance. Retail? Geil, dann wird's geil. Und dann kannst du dieses Spiel auch einfach ewig spielen. Dann ist es wie Roblox, dass du halt eigene Spiele in den Spielen hast. Damit verhinderst du das. Also, The Seed. Natürlich muss ich gleich wieder an SAO denken. Kinder ihre eigenen Spiele entwickeln und Konkurrenz hervorbringen. Ist richtig smart. Weiß nur nicht, wie das sich dann finanziert und sowas, aber mal sehen. Ich hoffe, dass es irgendwann kommt. Aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Oder nicht nächstes Jahr oder so. Keine Ahnung. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie Hytale gehört. Schwöre. Und ich bin ein Zocker durch und durch. Also, wenn ich kann, also sagen wir es mal so: Hätte ich nur Freizeit, würde mein Tag aus 8 Stunden Zocken bedeuten, ne? Minimum. Das ist sad. Aber ist interessant. Mit dem Alter werden Spiele immer aufwendiger und größer. So wie mein Bauch. Das machen die Hormone oder so. Ja, haben wir mal drüber geredet? Wisst ihr Bescheid? Das wussten die Leute bestimmt schon vorher. Guckt's trotzdem an, ihr seid so ein Idiot. Sie mögen einfach den roten Hintergrund. Was verstehe ich? Komm, ich hab einfach mal eine andere Farbe hier. Ja, Gaming, wow. Sieht aber sehr cool aus. Also, es sieht ja richtig smooth aus. Da würde ich gerne mal wissen, wie die das gemacht haben. Insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen, sind die Spiele zu aufwendig? Jein. Es kommt immer darauf an, was für eine Art Spiele das handelt. Also es kommt immer darauf an, mehr Story-lastig oder mehr Gameplay-lastig. Manche Sachen reicht vollkommen, wenn du es grob anschneidest. So Story-lastige Spiele wie Last of Us 2, safe, mehr Story als Gameplay. Klar, das Gameplay darfst du nicht unterschätzen, nie, egal welches Spiel. Aber wenn jetzt sowas wie, ich finde, Assassin's Creed ist die Story jetzt, kann ruhig ein bisschen weniger sein, weil du hast so viel zu entdecken. Das Spiel ist, man muss überlegen, das Spiel Assassin's Creed, also die neuesten, sind mir so groß und aufwendig, wo ich denke, nee, für mich ist es Arbeit, kein Vergnügen mehr. Das musst du mal vorstellen, wie groß muss ein Spiel denn noch sein? In Minecraft, da brauchst du dich nicht mal von der Stelle wirklich bewegen, um was zu machen. Ja, doch, ihr wisst schon, was ich meine. Aber das Spiel bockt sich halt. Aber wenn ich jetzt halt, nee, Assassin's Creed, für mich zum Beispiel ein anderes Spiel, wo die absolut am Ziel vorbeigegangen sind. Damals, die ersten Teile haben richtig Spaß gemacht. Danach, ich habe einen dritten Black Flag, würde ich es noch sagen, ist auch drin. Danach viel zu groß geworden, viel zu viel rumreißen. Galt zum Beispiel auch für God of War. Da ist es aber auch mehr Story, trotzdem eigentlich mehr fokussiert. Aber die Sinn sind jetzt nicht so extrem animiert. Da ging es auf jeden Fall. Das hätte ich auf jeden Fall mehr empfohlen. Was soll ich sagen? Ja, Thema, ich freue mich auf Diablo 4 weiterhin. Ich hoffe, ich bin in der Warteschlange jetzt durch. Und wir konnten diese Überbrückungsreaction abschließen. Und falls ihr bis hierher geschaut habt, vielen lieben Dank. Schaut gerne noch die alten Videos an. Zum Beispiel Diablo kurze Overview wird mir auf jeden Fall mehr sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr da mal reinschaut und vielleicht auch einen Daumen hoch lasst oder Kritik oder so. Wie findet ihr meine neuen Humoreinblendungen und alles Mögliche? Wird mich mal interessieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Reaction. Haut rein, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal.